Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Tiny Stranded und ja, ich habe jetzt hier irgendwie wieder ewig lang nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich echt Demotivation oder so. Es hat ein paar mehr Gründe, ich kann es ja mal kurz erklären. Und zwar, das Ding war, ich hatte Hexit noch parallel am Laufen, ja. Und eigentlich ist das ja für euch schon längst beendet. Und ich wollte halt mit den Stranded-Aufnahmen so lange warten, bis ich mit Hexit durch bin. Zumindest jetzt mit den letzten beiden Folgen. Denn, ja, ich möchte nicht Stranded schon komplett fertig drehen, bevor ich erstmal Hexit fertig habe, ne? Und ja, das hat sich eben jetzt hinausgezögert mit Hexit. Ja, da war ich, hatte ich jetzt auch nicht mal so die Motivation, da was zu machen. Aber irgendwie hatte ich doch vor, dort mehr noch zu erreichen, ja. Habe ich ja auch in der letzten Folge von Hexit gesagt eigentlich. Oder ich weiß nicht, ob es so rüberkam. Jedenfalls hatte ich tatsächlich noch mehr vor, aus Hexit rauszuholen, ja. Und wollte da eigentlich nochmal ein bisschen schön was spielen und so, ja. Und irgendwie meine Bahnsysteme und so da fertigstellen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, irgendwie zeitlich auch. Ich hatte so viele andere Projekte noch, dass das so in den Hintergrund geraten ist. Aber trotzdem, Hexit habe ich immer noch aktiver aufgenommen als das hier und bin damit jetzt zumindest erstmal durch. Und jetzt mache ich eben mit Stranded weiter, was wahrscheinlich jetzt noch eine Weile dauern wird, ne, bis die allerletzte Folge aufgenommen wird, ja. Das ist schon krass, muss ich sagen, denn das Projekt läuft jetzt schon fast ein Dreivierteljahr und ja, irgendwie ist es schon ein bisschen dumm, wie lange das läuft, ne. Also ich ziehe das ein bisschen in die Länge, tut mir leid. Aber es ist einfach zeitlich irgendwie auch immer nicht anders möglich, ja. Es gibt einfach andere Projekte, die ich im Vergleich so oft aufnehme, wo ich auch sage, ja, ist ein bisschen blöd, dass ich die so oft aufnehme, aber auf der anderen Seite brauche ich irgendwo auch die Folgen, ja, damit das Projekt nicht nur so kurz geht und so. Ja, und keine Ahnung, das ist halt immer nicht so einfach, muss ich sagen. Und da habe ich eben sehr vieles und so und ja, da überschneidet sich das immer alles, sodass ich dann irgendwo rauskürzen muss und sagen muss, okay, nee, das muss ich jetzt mal in den Hintergrund rücken, ja, oder da kümmere ich mich später drum, weißt du, es geht halt immer so und ich habe halt in der Woche auch nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, nur an ein paar Tagen mal, also, ja, Dienstag früh habe ich immer mal Zeit, wo ich aber auch oft für LP Streety zum Beispiel was mache, dann habe ich Mittwoch früh noch was Zeit, obwohl das zurzeit noch weniger ist, tatsächlich. Dann Donnerstagnachmittag habe ich auch ein kleines bisschen, aber auch nicht viel. Da kann ich vielleicht mal so eine Viertelstunde oder 20 Minuten maximal was machen. Ist halt auch extrem blöd und knapp. Ja, und Freitag, ja, da kommt es halt immer drauf an. Da ist es von Woche zu Woche unterschiedlich. Manchmal ist es etwas mehr tatsächlich. Manchmal auch Montag, so falls ich Ausfall habe oder so. Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich halt schauen, dass ich alle Projekte irgendwie da unterkriege, die ich immer so mal alleine aufnehmen will unter der Woche oder in der Woche. Und ja, auch TextMagLP, die ganzen Videos. Also es ist nicht so einfach, ne, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und ja, deswegen muss ich mal schauen, wie das jetzt hier auch mit anderen Videos so weitergeht, ne. Ich meine, Stranded, ja, ist halt dann vorbei. Danach kommen auch erstmal ein paar andere Projekte, die ich schon aufgenommen habe. Aber danach irgendwann, ja, muss ich mal gucken, wie ich das immer so zeitlich schaffe mit den Projekten, auch in, ja, fernerer Zukunft, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wann genau kommt eigentlich das Video jetzt, also so vom Zeitraum her. Ich glaube, das war irgendwann Ende September, oder? Also im Oktober müsste es dann mit dem nächsten Projekt weitergehen. Da gibt es dann auch ein paar Infos noch, etc., ja. Wird dann alles noch gesagt in entsprechenden Infovideos. Ja, jedenfalls, jetzt aktuell ist es ja noch so, Stranded läuft montags, ne? Dann weiß ich gar nicht, ob Void schon gestartet ist, aber könnte gut sein. Und ja, auf jeden Fall gibt es noch ein paar andere Sachen aktuell, die so laufen. Und ja, also auch auf YouTube, TinyCR7 läuft ja jetzt auch schon eine Weile, ne? Finde ich auch ganz cool, dass das mal gestartet hat, oder dass das geklappt hat, dass ich das auch schon relativ früh bringe im Vergleich zu anderen Projekten, die schon deutlich älter sind zum Beispiel, ne? Und ja, keine Ahnung. Ich mag halt TinyCR7 auch und will mal die Folgen da bringen, weil es halt sozusagen auch ein Hauptprojekt ist, ne? Und naja, so, dann gucken wir mal. Ich baue mal hier den Cobblestone-Turm ab. Da oben, ja, dann muss ich mal gucken hier, wie ich das mache.
So. Ja, ich baue mal hier das alles weg und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Also ich hatte halt hier offscreen noch ein bisschen am Haus weitergebaut. Ich weiß halt auch echt nicht mehr, was ich im Projekt machen will, ne? Durch diese ganzen langen Pausen, die ich gerade schon erklärt habe, habe ich halt echt teilweise gar keine Idee mehr, was hier noch so passieren soll. Ich habe hier vor einem Monat oder so zuletzt gestreamt, ja. Da habe ich nochmal was gemacht hier am Haus. Aber seitdem war ich auch schon wieder inaktiv, ja. Also man kommt halt immer nicht mehr dazu zwischendurch, keine Ahnung. Es kommt dann immer irgendwas anderes dazwischen. Dann hat man doch vielleicht mal keine Lust, ja. Und dann zögert sich das die ganze Zeit ewig hinaus. Und ich will halt das Projekt einfach auf eine bestimmte Anzahl von Folgen bringen, ja. Ich habe keine Lust, dass das dann mittendrin endet oder so. Weil ich das immer bei anderen YouTubern nicht leiden konnte, ja. Die dann einfach das aufhören, ja. So möchte ich gar nicht anfangen, muss ich sagen. Und ja, deswegen bin ich da mal am Schauen, wie ich es mache am besten. Und ja, jetzt kriege ich ja schon wieder Schaden durch den Dings da, ne? Durch die Hitze. Da muss ich mal hier reingehen, vielleicht bringt's was, ich weiß es nicht. Da muss ich, glaube ich, echt hier die Leiter abbauen und dazu bauen. Und dann hier mich von der Cooling Coil kühlen lassen. Ich glaube, Wasser bringt da auch noch was, ja. Wenn ich jetzt hier das Wasser nehme. Ach stimmt, das hatte ich übrigens auch noch hergestellt, tatsächlich. Finde ich auch ganz cool, dass ich das noch hinbekommen habe. Ich weiß gar nicht, das und so. Ja, mit dem Sieben hier, das war ja nicht ganz so einfach, ne. Da hatte ich gerade überlegt, ob ich mir mal ein bisschen Eisen oder so holen kann, aber das ist ja echt ein bisschen zu übertrieben. Und ja, generell, das Modpack ist einfach viel zu schwer, also mit den Mods und so werde ich jetzt nicht mehr viel machen, definitiv. Ich muss halt schauen, dass ich irgendwie hier die Gegend oder so vielleicht noch aufgehübscht kriege oder noch irgendwas draus mache. Aber ja, im Allgemeinen ist das Projekt einfach tot und ja, keine Ahnung. Ich bin dann auch mal gespannt mit dem Map-Download, ob das so alles klappt, nächste Folge, ne. Müssen wir mal schauen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekühlt, jetzt gehe ich erstmal wieder raus. Ich will nicht die ganze Zeit drin stehen. Ja, die Frage ist, will ich noch irgendwas machen an meinem Grundstück? Ich weiß es nicht. Hier sind ja die ganzen Windmühlen und so, ja, die mir auch Strom liefern, theoretisch. Finde ich natürlich schon mal cool, dass das so installiert wurde, aber die Frage ist, ja, werde ich das jemals gebrauchen können? Oh, jetzt geht sogar auch meine Temperatur runter. Ja, also das ist halt hier so eine Frage, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich gehe mal hier durch. Aber ich finde es krass, dass die Windmühlen die ganze Zeit laufen und so. Es kann ja sein, dass sie mal unterbrechen, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Und hier kannst du dich schön in die Räder reinstellen, ne? Boah, das erinnert mich an irgendwas hier, diese Windräder. Ich weiß nicht an was. An Moorhuhn, ja klar, ne? Moorhuhn 1, da gab es ja auch so Windräder, die du abschießen konntest, ne? Das war auch geil immer, die Zeit mit Moorhuhn, ey. Ja, da verbinde ich halt so viel mit. 2008 zum Beispiel habe ich richtig viel Moorhuhn immer gezockt, ne? Da war ich so richtig süchtig danach, nach dem ersten Teil. Vorher habe ich irgendwie den zweiten immer gespielt, ne? Und dann habe ich angefangen, den ersten zu zocken. Und der hat mich einfach abgeholt irgendwie, ja. War eh eine schwierige Zeit damals, die ich hatte, muss ich sagen, ja. Da hatte ich so ein bisschen was um die Ohren und da war es irgendwie ein ganz guter Ausgleich, immer mal Moorhuhn zu zocken, ja. War auch gewissermaßen mein erstes PC-Spiel, ja. Ich habe ja schon mit 3 Jahren irgendwie Moorhuhn 2 gezockt, ne. Aber nie irgendwie Moorhuhn 1, das habe ich dann später erst entdeckt. Ich weiß gar nicht warum. Ich hatte zwischendurch mal Moorhuhn Winter Edition bei einem Kumpel gezockt, ja. Das war 2007. Aber ja, ich glaube, da hatte ich selbst auch nur Moorhuhn 2. Da hatte ich Moorhuhn Winter auch noch gar nicht und da fand ich das voll neu und spannend irgendwie, ja. Und habe mich immer gefreut, wenn ich das dann auch bei meinem Onkel zum Beispiel zocken konnte. Ach du Scheiße, das war schon ganz cool. Oder Moorhuhn 3, stimmt, das habe ich auch mal bei meinem Onkel gezockt, ne. Das war irgendwie cool, da habe ich mich immer richtig drauf gefreut damals. Ich weiß nicht warum. Aber ja, keine Ahnung. Und die Windmühle hier, die interessiert, die dingst mich heute noch dran, erinnert mich heute noch dran, ja. Und wir machen die Streams eigentlich auch immer mal Spaß, ne, zu den Games. Ich würde ja gerne mal irgendwie eine Möglichkeit finden, wie ich die auf meinem Kanal irgendwie integrieren kann, die Moorhuhn-Spiele. Vielleicht finde ich da ja was, dass ich sage, okay, ich mache irgend so ein Format, wo das sich gut eignet, ja. Könnte ja sein, dass es da was gibt, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja mal eine Idee. Und ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall hier noch in Stranded, um darauf nochmal zurückzukommen,
diese ganze Gegend hier noch schön zu bauen, ne? Und Lukas Haus tatsächlich fertigzustellen. Obwohl ich nicht glaube, dass ich es tatsächlich schaffe, aber ich guck mal, wie weit ich komme und dann, ja, werden wir sehen, ne? Ich mache einfach mal so ein Bild. Jetzt hat man natürlich den Filter hier nicht drauf, aber egal. Und ja, da habe ich tatsächlich heute mal ein bisschen über Mohun geredet, ne? Ist da auch mal ganz gut, ne? Sind halt so Kindheitserinnerungen und ja, ich keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich immer mal Mohun zocken. So, weil das ist irgendwie ganz cool. Und ja, alle anderen Leute, die sagen hier, ach, ja, so Scheiß, ja, warum spielst du sowas? Dann, ja, keine Ahnung. Ihr kennt euch halt nicht aus, ne? Ihr habt dafür andere Kindheitserinnerungen und irgendwie andere sentimentale Sachen so. Und ja, das ist halt von mir die und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Tschüss.